Teil 3. Wir schon wieder. Der perfekte Point Fight. Wir möchten die Technik Backfist, die wollen wir euch diesmal zeigen. Backfist wird mit der Schlaghand ausgeführt. Faustrücken ist die Trefferfläche und es ist ein sehr schneller Schlag. Und wie genau der jetzt stattfindet, das möchte ich euch in der Technik zeigen. Steht eben gegenüber. Meine vordere Hand, Handrücken ist die Trefferfläche. Das heißt, von hier nach da schlage ich zum Kopf. Und ich lasse dabei meine Hand eigentlich ziemlich weit unten. Ich hatte es im Teil 2 schon mal erklärt. Ist die Hand weiter unten, bekommt sie Geschwindigkeit, bevor sie überhaupt wahrgenommen wird von der Rosa. Ne? Bin ich einfach schneller im Ziel. So, von hier aus bin ja eigentlich immer so ein bisschen in der Rücklage. Verlagere ich mein Gewicht nach vorne. Für den direkten Weg von der Faust zum Kopf, Backfist hoch und zum Schluss drehe ich ganz leicht ein. Und dabei seht ihr schon, ich komme so ein bisschen in die Rücklage mit dem Rücken und überstrecke mich so ein bisschen, damit ich auch Distanz bekomme. Und gehe wieder zurück raus. Ja, das ist zum Beispiel einmal die Bewegung von hier nach da. Bei diesem Backfist im Point Fight wird oft und gerne die hintere Hand in die Seite gezogen, zum Schutz. Oft kann es eben sein, dass die Rosa einen Sidekick macht. Und ich mache den Backfist und verliere zum Beispiel. Sei denn, ich wäre schneller. Also zum Schutz nochmal, damit die Rippe nicht getroffen wird, ziehe ich hier unten rein und dann kommt der Backfist oben hin. Das ist die Technik, wo man den Backfist eben schnell nach vorne bringt, trotzdem mit einem Schutz in der Seite. Man schlägt sich so ein bisschen selber ab. Ja? Bewegungen sind schnell, wie ihr gesehen habt. Wir können das mal ein bisschen demonstrieren. Anhand einer Übung zum Beispiel. Und dann hat die Rosa noch eine kleine Finte gleich für euch. Und zwar, diese Hand hier simuliert jetzt mal meinen Kopf. Und die Rosa schlägt den ab. Meine Aufgabe ist natürlich jetzt, die Hand schnell genug wegzuziehen. Ab. 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 Ist natürlich, eigentlich ist meine Rolle die einfache. Klar, ne? Ich habe eine kleine Bewegung, Rosa hat einen weiteren Weg. Trotzdem hat sie es sehr gut gemacht. Es ist gar nicht so einfach zu erkennen, wann die Rosa startet, weil sie faked immer so ein bisschen den Start an. Es gibt noch eine ganz gute Finte, die die Rosa für euch hat, bei dem Backfist, ganz speziell. Erklär mal so ein bisschen. Genau, vielleicht sollten wir noch ganz erklären. Okay, ich habe so, ja, geil! Okay, sorry Leute, ich habe euch kurz vergessen. Eine Finte ist zum Beispiel, also meine Backfist geht sehr gerade durch. Viele Leute haben die Faust sehr hoch, dann kann man zum Beispiel einmal sich den Weg über die Faust bahnen. Das heißt jetzt nicht, dass man hier da drauf haut, sondern dass man einfach die Hand ein bisschen antippt. Oft schützen sich die Leute gegen die Backfist nämlich zum Beispiel auch mit einem Reverse Punch. Und das kann man dann hier verhindern und bahnt sich seinen Weg zum Kopf über die vordere Hand des Gegners, um die Distanz zu brechen. Die einzige Chance bleibt mir nur noch die hintere Hand. In dem Fall, wenn ich die vordere schon weggeschlagen bekomme, dann habe ich nur noch die hintere Hand für den Schutz. Schneller geht's nicht. Wenn ich die nicht hochziehen kann, weil sie eben draufschlägt, bekomme ich den sonst oben rein, muss ich die hintere Hand verwenden. Aber der war schneller. Gut, ja. Okay. Das, mit dem Backfist könnt ihr einmal auf die Hand üben. Ihr könnt euch aber auch einfach abwechselnd ins Gesicht schlagen. Und genau das hatten wir jetzt eigentlich vorgehabt. Ne? Ja. Wir machen das Ganze ist so ein kleiner Backfist-Contest, wo man sich nicht schon in die Stellung stellt, wo man sagt, okay, jetzt versuchen wir mich zu treffen, sondern man lässt erstmal die Hände relativ weit unten. Versucht über die Schnelligkeit die Deckung hochzuziehen und den Treffer zum Kopf zu landen. Wir schlagen uns dann nicht auf die Nase. Wollen ein bisschen alle rutschen so aus dem Bild raus. Wollen immer noch ein bisschen glänzen in den Videos. Wir schlagen hier so auf die Seite. Ja, so Blutnis oder so. Die kriege ich jetzt auch voll in die Fresse. So, also ich halte mich ein bisschen zurück, weil als Mann, ne? Olli, den Ruf hast du, den hast okay, du. Okay, let's go. So, die Rosa darf anfangen. Ich versuche das ganze Ding mal zu blocken. Wir haben hier bei der Kamera nicht viel Platz. Ne? Da war die Rosa zu schnell. Ab. Da war der Olli zu schnell. Man weiß das nicht genau, wann die Rosa angreift. Das ist ganz schwierig zu ahnen. Ab. Aber dafür hätte ich nicht gedacht, ne? Ich habe Rosa treffe. Ja, aber ist so, ne? Aber ich bin noch nah. Es gibt trotzdem eine Schelle. Guck dir das an. Ha, guck dir meine Faust. Es ist ausgeglichen. Ich kann die Rosa einfach nicht abwehren. Die ist sehr schnell. Ne? Wir hatten das auch mal abends in Köln auf dem Ring ausprobiert. Stimmt, die Wette. Ne? Die Wette.
da haben wir Promotion gemacht. Ja, wir waren etwas betrunken, muss man dazu sagen. Ich habe mit einem gewettet, das hier ist die Rosa, und wetten, sich schafft es, dich zu treffen, bevor du dich schützen kannst. Der Einsatz war, dass er dann zum Kickbox-Training kommen muss, wenn ich es schaffe. Genau, es war ganz lustig, wir sind rausgegangen aus der Kneipe und die Rosa hat ihn dann eine gezogen. Und dann war alles wieder vor der Eierkuchen und er kam zum Training. Ja, schöne Geschichte. Bis zum nächsten Teil. Bis dann. Tschüss.